Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Review-Video. Heute soll es um den Tier 6 Kreuzer der Deutschen, die Nürnberg, gehen. Was kann man über Nürnberg sagen? Es ist so ein bisschen, nicht unbedingt Glaskanone, aber von der Feuerkraft ist dieses Schiff schon recht stark. Das Turmlayout ist ähnlich wie bei der Königsberg. Die Geschütze sind eigentlich genau das gleiche, ihr habt eine höhere Reichweite. Aber fangen wir oben an, hier bei der Überlebensfähigkeit. Ihr habt nur 27.000 Trefferpunkte. Das ist der, glaube ich, geringste Wert von allen Tier 6 Kreuzern. Und das verbunden mit einer Panzerung, die, sagen wir es mal so, beschönt nicht existent ist. Also bei euch wird nichts abprallen. Ihr werdet immer Penetrierung kriegen. Deswegen ist es auch immer so schwierig, das Schiff optimal zu beherrschen. Gehen wir mal auf die Geschütze, weil das ist absolut ein Pluspunkt bei dem Schiff. Ihr habt hier 950mm Geschütze mit einer Feuerrate von 6 Sekunden. Das ist zum Beispiel besser als bei der Bujoni, die nur 7 oder alle 8 Sekunden schießen kann, oder die Cleveland. Und von dem Schaden pro Minute dürfte es recht gut sein, vor allem weil ihr ja auch den höheren Penetrierungsschaden der Deutschen hochexplosiv habt. Also es wird ja nicht mehr 1 durch 6 geteilt, sondern also das Kaliber durch 6, sondern durch 4. Das heißt, ihr habt eine wesentlich höhere Penetrierung. Deswegen ist es bei 150mm bei den Deutschen nicht nötig, Sprenggranaten mit Trägheitszündern auszurüsten bei eurem Kapitän. Zumindest nicht bei den 150mm. Ab der York ändert sich das, da macht es überhaupt keinen Sinn mehr, weil ihr dann 210mm Kaliber habt. Sekundärbewaffnung ist nicht der Rede wert. Was recht nice ist, ihr habt eine ähnliche Feuerreichweite wie die Bujoni, 16,5. Und ihr habt auch ähnlich gute, ihr habt sogar noch eine bessere anfängliche AP-Granatengeschwindigkeit, also ihr habt auch recht flache Flugbahnen. Allerdings der Unterschied, dass diese Granaten von den Deutschen ein bisschen an Geschwindigkeit während der Flugbahn verlieren. Das tun die, weil sie halt ein geringeres Gewicht haben, und das ist bei den Russen jetzt nicht der Fall. Trotzdem ist der AP-Schaden hier von dem Schiff auch sehr ganz gut. Also, ja. Ihr habt auch eine Brandwahrscheinlichkeit von 11%. Das ist für ein deutsches Schiff ganz okay, und mit der Feuerrate ist das Schiff hier auch ein ganz guter, nenne ich mal Feuerteufel. Torpedobewaffnung ist ebenfalls ziemlich stark, allerdings ist das kein Schiff, mit dem man im Nahkampf gehen kann. Gilt halt hauptsächlich zur Selbstverteidigung gegen Zerstörer, die einen versuchen zu rushen, oder ja, Schlachtschiffe, die man vielleicht überraschen kann. Aber ansonsten solltet ihr erstmal davon absehen. Das ist erstmal nicht so wichtig. Flugabwehr ist leider nicht allzu berauschend. Nee, überhaupt nicht eigentlich. Also sie werden damit nicht viel runterschießen. Gehen wir gleich weiter hier zur Manövrierbarkeit. Ich fahre 32 Knoten, das ist ganz gut. Allerdings ist euer Wendekreisradius mit 720 Meter, ähnlich wie bei der Bujoni, relativ bescheiden. Und Ruderstellzeit von 6,1. Also das könnte besser sein. Das ist halt das Problem. Ich meine, ihr seid schon ein recht anfälliges Schiff, was die Panzerung betrifft, und ihr seid dann halt auch gar nicht so beweglich, um das irgendwie aus zu kaschieren, beziehungsweise ja, ein bisschen das zu minimieren, das Risiko. Aber es ist trotzdem noch okay. Das einzige ist nur, ja, Wendekreisradius 720. Das ist sogar schlechter als bei der Bujoni, wenn ich mich hier Moment, ich guck kurz mal. Ja, 710. Wie spielt man mit dem Schiff? Naja, ähnlich wie mit der Königsberg. Da ihr eure Feuerkraft auf dem hinteren Teil des Schiffes konzentriert habt, seid ihr sicherlich kein Schiff, was irgendwo reinfahren kann, das mal abgesehen von der Panzerung, auch von der Turmanordnung. Ihr wollt halt immer so ein bisschen wegfahren vom Gegner und den dabei mit AE-Salven bestreichen. Wenn es ein bisschen weniger Schlachtschiffe dann im späteren Verlauf des Spiels gibt und noch ein paar Kreuzer übrig sind, dann könnt ihr die natürlich mit den AP-Granaten doch ziemlich
übel zurechten. Also das geht schon ganz gut mit dem Schiff. Also vor allem gegen, sagen wir mal, etwas leichtsinnige gegnerische Spieler. Erkennbarkeitsreichweite 12,2. Ich habe jetzt hier noch keinen Tarnungsmeister. Fehlt mir noch ein Punkt. Deswegen, ja, kann ich da jetzt noch nicht so viel machen. Ich glaube, es wird dann immer. Moment, ich guck gerade mal, ich rechne es gleich durch. Wir haben hier minus 12%. So, wenn wir jetzt 12,2 nehmen, okay, Moment. 12,2 mal 0,88. Dann seid ihr bei 10,7. 10,7, ja, das ist annehmbar, das ist besser als bei der Cleveland und bei anderen Schiffen. Also, da habt ihr einen Vorteil auf jeden Fall. Okay, das war's soweit zu den Stats. Gehen wir rüber zu den Modulen. Jetzt kommen wir erstmal hier. Also, ich würde euch empfehlen, erstmal die B-Höhle zu nehmen. 15 Kilometer Reichweite anfänglich sollten reichen. Gegen Tier 8 wird es ein bisschen eklig, aber ihr braucht die Hitpunkte. Also, ihr habt jetzt hier Stock nur 23.800, das ist halt wirklich gar nicht. B-Rumpf habt ihr dann schon ein bisschen mehr. Den C-Rumpf braucht ihr nur, wenn ihr noch mehr Flugabwehr haben wollt, aber wie gesagt, die Flugabwehr lohnt sich meiner Meinung nach nicht wirklich. So stark wird das Schiff nicht und ihr büßt halt auch noch zwei Torpedowerfer ein. Deswegen habe ich das hier gar nicht erforscht auf meinem alten Account. Also, B-Rumpf, dann Reichweite, sollte es passen. Dann haben wir hier Gebrauchsmaterialien. Und hier haben wir Schadensbegrenzungsteam, defensives Flakfeuer oder das toll, die gute hydroakustische Suche. Ich muss allerdings sagen, dass ich finde es recht. Es kommt recht häufig vor, dass ihr auf Tier 5, Tier 6, Tier 7 auf Flugzeugträger trifft, meiner Meinung nach. Und deswegen bleibe ich hier bei defensivem Flakfeuer, weil dieses Schiff ist leider nicht sehr manövrierfähig und wenn jemand euch haben will, dann kriegt er euch dann. Und das defensive Flakfeuer hilft euch auf jeden Fall dagegen. Ich meine, ihr könnt auch Hydroakustik slotten. Ist meiner Meinung nach mit ein bisschen mehr Risiko bedacht und wenn man mal überlegt, dass die Nürnberg halt nicht unbedingt ein Schiff ist, das sehr nah mit Zerstörern ranfahren kann, weil umso näher, umso gefährlicher wird es halt dann wieder wegzukommen. Wenn ihr nicht irgendwie mit einem Zerstörer zusammen, mit einem befreundeten Zerstörer zusammenarbeitet, der euch vielleicht einnebelt oder so. Also, klar, wenn man jetzt in Division ist, dann kann man sich natürlich absprechen, wie man das am besten gestaltet. Grundsätzlich würde ich aber defensives Flakfeuer auf dem Schiff empfehlen. Ähnlich wie bei der Bujoni. Bujoni ist auch erstmal ein Schiff, das weiter weg steht. Und, ja. Oder stehen sollte, besser gesagt. Und zuletzt halt Katapultjäger. Muss halt nicht Premium sein. Also, das hier würde ich auf jeden Fall als Schadensbegrenzungsteam 2, also das Premium-Verbrauchsgut nutzen. Die anderen beiden sind optional, wenn man die Premium oder nicht haben will. Verbesserungen, eigentlich das Übliche. Wir wollen hier wieder die Flak-Reichweite erhöhen. Wir wollen wieder die Widerstandsfähigkeit der Türme und Torpedowerfer und so weiter oder Überlebensfähigkeit verbessern. Dann hier, ja gut, ich habe jetzt hier dieses auch noch Modul, das ist natürlich jetzt ein Argument dafür, dass man hier Hydroakustik nimmt, weil dann habt ihr halt nochmal 20% längere Einsatzdauer für Hydroakustik. Allerdings, wie gesagt, ich bin halt nicht der Meinung, dass ihr mit dem Schiff sehr nah ranfahren solltet am Anfang. Für später kann das mal hilfreich sein, aber ich finde es sehr situativ. Dafür fehlt ihm einfach die Panzerung und die Hitpunkte, dass sie da irgendwie, also ich meine, muss halt mal gucken, die liefern 35.000. Es sind ja 8.000 mehr Trefferpunkte als die Nürnberg. Und ja, da weiß ich schon Bescheid, dass das hier wohl besser ist. Ja, man kann dann hier auf Antriebsausfall gehen. Das würde ich jetzt auf jeden Fall slotten. Und als letzte Verbesserung würde ich halt verringerte Ruderstellzeit nehmen. Weil, wie gesagt, Wirklichkeit ist jetzt nicht so ein Steckenpferd der Nürnberg und alles, was sie kriegen kann, um das zu verbessern, sollte für ihn sein. Okay, kurz nochmal Kapitän.
Das war jetzt nicht wirklich nötig. Das habe ich damals halt so geskillt. Wäre halt nicht nötig, also vergesst das hier. Also vorrangiges Ziel, dann würde ich auf jeden Fall Adrenalin rausgehen, dann Sprengmeister, Tarnungsmeister und dann als nächstes auf jeden Fall Adrenalinrausch, dann würde ich Inspekteur nehmen. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte haben wir da noch? Dann haben wir jetzt hier 5 wieder. Dann haben wir 15, dann haben wir noch 4 Punkte übrig. Jetzt könnt ihr euch dann überlegen, wie ihr das gestaltet. Theoretisch mit diesen hier weg und vielleicht auch auf, also auf der Hindenburg. Die Hindenburg hat recht viele Hitpunkte. Und deswegen macht es sogar Sinn, bei dem Schiff als Kreuzer höchste Alarmbereitschaft zum Beispiel zu skillen. Weil wenn ihr da mal ein Feuer drauf habt oder zwei, dann wollt ihr das so schnell wie möglich runterkriegen, weil es tickt dann halt dementsprechend, weil das ja immer ein prozentualer Wert ist. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel Prozent das waren pro Sekunde, aber umso mehr Hitpunkte ihr habt, umso höher ist natürlich auch der HP-Verlust, den ihr habt. Ist ja kein fester Wert, sondern ein prozentualer. Und ja, wenn ihr jetzt Richtung Hindenburg spielt, könnt ihr euch dann hier hinten nochmal irgendwas in Sachen Überlebensfähigkeit aussuchen. Aber da gehe ich dann später nochmal auf Videos drauf ein. Aber hier, also allgemein ist das nicht nötig auf den deutschen Kreuzern. Elite-Schütze braucht ihr nicht. Turmdrehraten sind eigentlich gut genug. Okay, ja, das war's zu Nürnberg soweit. Ich komme dann gleich nochmal im Gameplay-Video hinterher. Bis gleich. So, da haben wir auch ein Matchmaking. Und da haben wir natürlich das erwischt, was wir nicht erwischen wollen, aber was leider ziemlich häufig auf C6 passiert. Tier 8 Matchmaking. Ihr seht 1, 2, 3, Tier 8 Schlachtschiffe. 5 Schlachtschiffe insgesamt. Wir haben noch einen Träger auf der Gegenseite. 1, 2, 8er Kreuzer, ein 8er Zerstörer. Also das ist so worst possible case, was wir da irgendwie jetzt haben. Und dann haben wir auch noch Standard Battle, das heißt, wir können auch nicht irgendwie uns irgendwo hinstellen erstmal. Aber wir müssen halt jetzt sehr vorsichtig fahren. Da hilft uns leider gar nichts. Es macht keinen Sinn, irgendwo reinzufahren oder sonst irgendwas. Wir spielen sehr vorsichtig und abwarten. Und versuchen erst gegen Ende, falls weniger Schiffe da sind, etwas mehr aufzuräumen. Am besten geeignet ist es irgendwo hier in diesem Bereich, in den Inseln. Da kann man dahinter stehen und kann ein bisschen rumschießen. Wobei das auch wieder schwierig ist, weil ja Flugzeugträger, das heißt, es werdet halt auch gespottet, ja. Die Arizona beschwert sich schon, ja, keine Ahnung. Ich meine, damit muss jeder leben. Ich sehe das immer mal so ein bisschen als Ansporn. Wenn man gegen höhere Tiers quasi bestehen kann, dann sollte das alles nicht so ein Problem sein. So lernt man sein Schiff besser zu spielen und es wird halt immer so sein, dass man mal Low-Tier ist und dann muss man damit umzugehen. Also ich bin überhaupt kein Freund davon. Klar ist es manchmal scheiße, für den Ausdruck, aber Problem ist ja mit null Aufklärung auf dieser Seite jetzt. Ja, ihr seht schon, die Feuerrate ist recht ordentlich. Also da kann man sich jetzt nicht beschweren. Ah, das ist natürlich ganz nice, wenn die Edinburgh jetzt nicht irgendwo einfach irgendwo hinfährt.
hier noch anfangen kann. Gott, das ist schon fast ein Sekundär-Range. Okay, direkt gespottet, also Rückzug! Werdet auch sehen, dass die Leute euch da ziemlich schnell, ja. Da ist es der Fokus. Oh, habe ich gesagt, wir könnten nichts bouncen? Okay, anscheinend können wir das. Ein bisschen. Ja, jetzt bin ich halt in einer ziemlich bescheidenen Situation, jetzt muss ich halt kiten, aber das kann der Nürnberg schon ganz gut. Ich wechsle jetzt das Ziel, weil... Weil die eine Bismarck hat ja schon Feuer drauf. Und hat natürlich repariert, so wie ich das gehört. Und sowas muss man direkt ausnutzen. Leider auch ein bisschen schwach auf der Brust gesetzt. Ja, ihr seht, da ist die Zitadelle, obwohl ich geengelt war. Kann ich nichts gegen machen. Ich habe auch leider... Das Problem ist, dass hier halt auch kein, also ich bin halt ständig gespottet und das ist halt bitter. Und ich muss jetzt versuchen, hier rüber zu reisen. Wir warnen nochmal unseren Flugzeugträger. Und bin wieder gespottet und ich sehe halt nichts. Die Benson ist es nicht, die mich hier spottet. 100% nicht. Wie erwartet, da ist der Akatsuki. Die kann hier ohne mich schießen. Aufpassen. Sonst hier nicht beachen. Hier hinter dem Inselchen könnte ich mich ein bisschen verstecken. Was macht der denn da jetzt?
Okay, jetzt werde ich diese Position mal so lange ausnutzen, wie es nur geht. Versuchen wir jetzt mal Schaden zu fahren mit den Schiffen. Sprach's. Ich muss mich aber schon wieder bewegen. Das wird sonst hier nichts. Die Flugzeuge hier werden mich gleich spotten. Schlachtschiffe müssen weg, dann kann ich auf den Rest mich drum kümmern. Kriegen wir jetzt hier ein bisschen Unterstützung. Ah, hat er doch noch den Schuss auf mich rausgegeben. Fuck. Das könnte böse enden. Nicht ganz böse. Gegnerisches Schlachtschiff gesunken. So, jetzt haben wir ein bisschen Ruhe. Schön an den Türmen ist, die drehen sich über der Königsberg jetzt auch 180 Grad. Das heißt, wenn ich dann den Türme hier drehen möchte, dann kann ich das ganz einfach machen. Jo, also das war jetzt nicht mein Anteil, dass wir hier das Rennen gewinnen, also war halt mehr am Rennen, da ich leider auf der Seite gelandet bin, wo nur die Schlachtschiffe waren und man auf dieser Map, sobald sie einen wegpushen, relativ wenig Deckung hat. Aber wir haben es überlebt, ihr seht, wie das ungefähr funktioniert, aber ihr habt auch gesehen, wie einfach man irgendwie einfach in eine Zitadelle hier reingeschossen kriegt. Schön, in die hinteren Türme, zack, bumm. Schon sind mal 10.000 weg. Deswegen ist es mit den Hit mit den Trefferpunkten halt auch immer so eine Sache. Ich bin auch gar nicht dazu gekommen, irgendwie AP zu schießen. Das Problem ist nämlich, mit dieser ganzen Schlachtschiff-Meta, die momentan abläuft, man hat immer, ich weiß gar nicht, wo immer, also ich meine, ich finde es auch nicht gut, wenn wir 5 DDs haben, aber ganz ehrlich, wenn man 5 Schlachtschiffe hat, dann ist es mir auch wurscht, aber die Kreuzer sind halt immer diejenigen, die in der Unterzahl sind. Du siehst ja hier, man sieht es hier, 3 Kreuzer auf jeder Seite. Man ist da ständig am Rennen, ne? Und erst auf den höheren Stufen kann man den Schlachtschiffen dann doch echt so viel einschenken, dass das alles passt. Aber gut, ich will mich nicht beschweren. Spiel gewonnen.
alles wunderbar. Hier haben einige ganz schön aufgeräumt, vor allem unsere Bismarcks, das war gut. Wenn die Top-Tier-Schiffe gute Spieler haben, dann ist das meistens ein Win. Man hat als Tier 6 Schiff nicht so viel Einfluss. Das muss man halt so einfach festhalten. Das war jetzt auch kein wirklich großartiges Damage Game, aber das könnte halt auch so passieren im Tier 8 Matchmaking. Mit Trägern, wo wollt ihr euch hinter verstecken, ohne dass ihr gespottet werdet? Ne? Gibt's halt nicht. Und wenn man halt dieses Rückzugsgefecht führt, wie ich das da gemacht habe, ich habe relativ schnell gesehen, dass da die Hölle los war, dann kommt sowas halt zustande. Da kann man halt wenig dran ändern. Deswegen, aber dass wir im Mittelfeld gelandet sind, ist halt auch noch ganz okay. Also ich meine, da war ich schon besser als so manch anderer hier in meinem Team. Was dafür spricht, dass wir unseren Teil dazu beigetragen haben. Ja, also ein bisschen Schaden auf alles. Leider nicht irgendwie so viele Feuer gesetzt, wie ich das mir gewünscht hätte. Aber gut. Und halt vor. Ja. Ja, dann, also ihr habt es gesehen. Nürnberg, die Stärken und Schwächen in einem. Also die Feuerrate, die Feuerkraft, die Schiff hat, ist schon sehr gut. Also da gibt es nichts dran zu deuteln. Mit der höheren Penetrierung sowieso. Auch mit HE dann. Und das Einzige, was ihr halt Nachteil habt, ihr seid halt mehr auf der Flucht als im Angriffsmodus. Das ist halt wirklich so ein Schiff. Aber wenn man darum herumspielen kann und das dann weiß, wie man das machen muss, dann geht es eigentlich. Dann lässt sich dieses Schiff auch ganz nett spielen. Und das ist jetzt nur eins, wo er halt gegen Tier 8 gespielt hat. Wenn ihr jetzt Tier 6, Tier 5, Tier 7 habt, vielleicht nur Tier 6, Tier 5, da ist dieses Schiff richtig stark. Also da, das kann ich euch sagen, da wird das Ding hier auch zum richtigen Damage-Monster. Okay, ja, hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like oder ein Abonnement und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.